very much. Hello. Genau, ich hatte es eigentlich auf Englisch vorbereitet, aber ich durfte heute wählen Sprachen, also würde ich gerne die Folien auf Englisch zeigen und das ganze Hamburg Startups Projekt auf Deutsch präsentieren. Vielleicht zum Anfang, weil ich nicht so lange Zeit habe, mir wurden 5 Minuten gegeben, da muss ich mich beeilen. Vor 2 Jahren, 2013, war ich schon relativ lange im Startup-Ökosystem unterwegs, als Bloggerin, als Journalistin. Und das, was mir aufgefallen ist, ist, Startups in Hamburg wurden nicht wahrgenommen. Und alles spielt in Berlin, es sind auch Startups abgewandert nach Berlin und irgendwie machte sich das überhaupt nicht bemerkbar. Und das war jetzt ein Punkt, warum ich angefangen habe, auch darüber zu schreiben, auf einem eigenen Blog, aber auch mit meinen Kollegen, mit meinen Mitgründern, damals Hamburg Startups angefangen habe zu gründen. Und zwar ist Hamburg Startups eine Plattform, die dafür da ist, um unsere Startups sichtbar zu machen und sie besser miteinander zu vernetzen. Wie machen wir das? Ganz einfach, wir haben 3 Säulen. Das eine ist unser Editorial Part, also unsere Redaktion. Die funktioniert im Grunde wie jede andere Redaktion. Wir schreiben über alle neuen Startups, die gegründet werden, über Investments, über Events zum Beispiel. Matthias ist heute hier und der wird über das Event heute schreiben. Wir teilen aber auch News aus anderen Kanälen, aus anderen Medien über unsere Kanäle wiederum, alles um die Startups hier am Standort sichtbarer zu machen. Das ist das Ziel. Wir haben auch eine Offline-Möglichkeit, also wir wollen halt transparent darstellen und wir wollen die Leute miteinander zusammenbringen. Und das machen wir unter anderem über unsere Event-Formate wie den Mixer. Das ist ein Networking-Event, den wir im Grunde jetzt auch seit 2 Jahren, 6-mal im Jahr durchführen mit rund 300 Gästen, die kommen, die Leute kommen zusammen, die Startups kommen zusammen und treffen sich dort und tauschen sich aus. Auch der Startups Reeperbahn-Pitch ist das Pitch-Format, das immer im September im Rahmen des Reeperbahn-Festivals stattfindet und auch relativ gut angenommen wird, auch in Startup-Pitch, genau. Die dritte Säule, wo es auch um transparente Darstellung geht, das ist der Hamburg Startup Monitor. Das ist tatsächlich ein Startup-Panel, eine Panel-Untersuchung, die mittlerweile 440 Startups zählt. Und wir damit wirklich einzigartige Daten über das Ökosystem bekommen. Und wir machen regelmäßige Umfragen. Die erste Umfrage zu wirtschaftlichen Kennziffern fand im August und September statt. Die werten wir gerade aus. Und im Rahmen der Social Media Week gibt es auch die ersten Ergebnisse. Was wissen wir zum Beispiel? Also der Monitor ist ein wichtiges Tool auch für den Standort, um selber mal einzuschätzen, wie ist der wirtschaftliche Impact unserer Startups und passiert hier wirklich nichts, wie alle mal gesagt haben? Und vor allem in welchen Bereichen, was ja zum Beispiel ganz spannend ist, mal zu gucken, in welchen Bereichen und in welchen Branchen ist Hamburg stark? Zum Beispiel in den Games, im Games-Segment, aber auch im Tech-Segment, was jetzt zum Beispiel mit den Ausgründungen aus Universitäten zu sehen ist. Und wir können halt jetzt schon über Realtime-Daten, die aus der Datenbank gespielt werden und bei uns im Monitor sichtbar sind, jetzt schon ziemlich viele Aussagen treffen, unter anderem, wie viele Startups teilnehmen, welche die Kernbranchen sind, wie viele Startups gegründet wurden in den letzten 8 Jahren oder beziehungsweise sogar 10 Jahre, gucken wir zurück, wie viele Mitarbeiter diese Startups zusammenbringen und wie viele weibliche Gründer wir eigentlich haben bei uns im Ökosystem. Und wir liegen halt mit 1% über dem Bundesdurchschnitt, was ich ganz gut finde. Wir arbeiten dran, dass es noch mehr werden. Genau. Und beobachten natürlich auch die Venture Capital Flüsse in den Standort. Genau, und das ist nur ein kurzer Überblick, das ist unser Blog. Da sammelt sich im Grunde alle Informationen, alle 3 Säulen werden dort gebündelt. Und das ist Hamburg Startups. Wir sind eine private Initiative, ein Team aus 2 Gründerinnen und ganz vielen Helfern, die uns unterstützen und natürlich auch einer wunderbaren Community und vielen Partnern. Vielen Dank für die Möglichkeit.